Ralf Brinkhaus heute Nachmittag vor der Fraktion sichtlich entspannt. Dennoch, seine Wahl wirft auch ein Schlaglicht auf die Kanzlerin. Dass Merkel mit Volker Kauder ihren engsten Vertrauten verloren hat, schwächt auch die Kanzlerin selbst. Die FDP sieht Merkel so beschädigt, dass sie die Vertrauensfrage stellen sollte. In der jetzigen Situation, wo wir täglich Personaldramen erleben, gibt es jetzt auf einmal einen Gegenkandidaten, der wird in der jetzigen Zeit überraschend gewählt. Das ist schon ein Zeichen, dass Angela Merkel die Macht in der eigenen Fraktion nicht mehr hat. Doch deshalb auch die Vertrauensfrage stellen? Merkel lehnt das ab. Soweit würde auch der Koalitionspartner nicht mitgehen. Deutschland kann sich irgendwie keine Spielereien leisten, sondern wir sind ein absoluter Stabilitätsanker, auch für Europa. Und diese Ernsthaftigkeit erwarte ich von der Bundestagsfraktion der SPD als auch der Union. Die Union versucht, die Wogen zu glätten, Schaden von der Kanzlerin abzuwenden. Angela Merkel stand überhaupt nicht zur Wahl. Sie hat in der Tat auf den anderen Kandidaten gesetzt. Aber was jetzt interpretiert wird über Kanzlerdämmerung und all diese Sachen, muss man sagen, wirklich völlig abwegig. Aus Dresden könnte dennoch neues Ungemach drohen. Der frisch gewählte Fraktionschef der CDU weigert sich vor der Landtagswahl im nächsten Jahr schon jetzt einer Koalition mit der AfD eine klare Absage zu erteilen. Der Hauptkampfgegner ist dabei die AfD. Da werden wir politisch auch deutlich uns auseinandersetzen müssen. Ich glaube, alles andere ist eine Frage eines Wahlergebnisses. Ich kann Ihnen versichern, es wird von mir keine Koalitionsaussage für die AfD geben. Aber auch keine gegen die AfD. Hartmann stellt sich damit auch gegen den ausdrücklichen Willen der Kanzlerin. Merkel hat einer Koalition mit der AfD von Anfang an eine klare Absage erteilt.